Lilo, heute mal wieder ein kleines Lazarus-Demo. Und zwar geht's heute um den kleinen Pinguin. Den habe ich jetzt mal in eins meiner Lazarus-Programme verbannt. Wir haben also den kleinen Pinguin, der in einem frei skalierbaren Fenster sein Unwesen treibt. Den kennt ihr wahrscheinlich zum Beispiel aus dem CairoDock oder auch aus älteren Linux-Versionen. Da kamen die direkt beim Start. Gut, wie gesagt, ich hatte die Idee, das Ganze mal als Lazarus-Programm zu machen. Ne? Habe ich hier mal als Lazarus-Programm programmiert. Lazarus ist ja eine Entwicklungsumgebung ähnlich wie Delphi. Mache ich hier unter Linux. So, wie bin ich drauf gekommen oder wo kriege ich überhaupt die Bildchen her? Ne? Die lustigen kleinen Bildchen von dem kleinen Pinguin. Und da war ich, ne? Weil ich ja wusste, es ist im CairoDock drin, ne? Und Linux ist ja Open Source. Da habe ich mal geguckt, wo kriege ich denn die Bildchen her, ne? Bin ich dann mal auf diese Seite und habe mir die CairoDock mal runtergeladen, und zwar den Quelltext, ja. Quelltext kann man ja reingucken, ne? Open Source. So. Und in diesem Quelltext war dann halt Folgendes drin. Da war dann zum Beispiel auch drin der Cairo Penguin, und unter Data Themes Classic hat man dann die Bildchen gehabt, ja? Zum Beispiel Bescher PNG. Nun, jetzt war die Frage, es war noch gar nicht klar, dass ich das überhaupt unter Lazarus mache. Ich war erstmal so weit. Und dann habe ich mich gefragt, ja, jetzt müsste ich ja dieses Bild komplett auseinanderschneiden in viele, viele Einzelbildchen, damit ich eine Animation machen kann. Und dann bin ich drauf gekommen, mache ich das doch in Lazarus, denn da gibt es eine schöne Funktion. Und wir gucken uns das mal eben an. Machen wir zu. Und zwar kann man mit Image-Listen das machen. Image-Listen, T-Image-List, ja. Hat man hier T-Image-List, kann man das da drauf klatschen. Und dann stellt man natürlich die Größe der Bildchen ein. Ja, wie groß sind denn die Bildchen? Jetzt kommt ein bisschen Mathe, ne? Nicht viel Mathe. Gut. Das Bild ist 384 mal 64 Pixel. Das heißt, von der Höhe her ist es klar, dass 32 plus 32 gleich 64 ist. Wenn man das dann nochmal teilt, ja, durch die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, also 384 durch 12 kommt man auch wieder auf 32. Also die Bildchen sind 32 mal 32 Pixel. Ist aber nicht bei jedem Bildchen so. Also bei jedem PNG-Bild, ne, es gibt verschiedenste Animationen, muss man dann wieder gucken, wie groß ist denn dieses Bildchen. Und das stellt man hier ein, ja? Zum Beispiel hier 32 mal 32 Pixel. So. Die Image List habe ich dann auch noch so genannt, wie die Animation war. Gut, jetzt kann man mit Rechtsklick da drauf, ne? Rechtsklick, kommt man auf den Image List Editor und kann die Bilder hinzufügen. Zum Beispiel den Becher, den hatten wir ja gerade. Und öffnen. Und jetzt kommt der Spaß, ne? Jetzt kommt das Schöne, was uns die Arbeit erleichtert. Soll das Bild geteilt werden? Ja, Bild teilen in 32 mal 32 Pixel große Biester. Bild teilen, flap. Und das war schon, ne? Und jetzt haben die Kerlchen alle eine Nummer. Von 0 bis 23. Also 24 Bildchen. Ja, jedes Bildchen ist 32 mal 32 Pixel groß. Jetzt gibt's aber noch ein Problemchen, ne? Noch ein Problemchen, weil. Gut, dieses Bildchen, gehen wir nochmal auf den Penguin Data Themes Classic, den Becher. Der läuft in zwei Richtungen, der Kerl, ne? Der läuft in zwei Richtungen, der Kerl. Also haben wir die eine Sorte, die läuft so rum, die andere Sorte, die läuft so rum, zwei Richtungen. Aber nicht alle laufen in zwei Richtungen, ja? Die laufen in zwei Richtungen, die Bridger Exit läuft in zwei Richtungen, Floater läuft nur in eine Richtung, der hier, ne? Der hier, der Fliegevogel hier, ne? Der läuft nur in eine Richtung. Gut, das müssen wir dann im Programm auch noch überdenken. Okay. Gut, die Image List kann ich jetzt wieder löschen. Gut, das habe ich dann mit allen gemacht, ja? Mit allen, die es so gibt, ne? Mit dem Blocker, dem Bomber, Bridger. Und dann habe ich mir ein Image gemacht. Einfach T-Image, ne? Standard, Additional T-Image. Einfach ein Bild, ne? Da kann man eine BMP-Grafik reinmachen. Und einen Timer habe ich, damit ich diese Bilder zeitgesteuert hintereinander abspielen kann. Gut.
Dann habe ich Folgendes getan. Hier sind die ganzen Image-Listen, ne? Listen von Bildern der verschiedensten Animationen, die wir jetzt schon haben. Ja, habe ich mir die Mühe gemacht, das sind 22 verschiedene. Ja, das Bildchen habe ich noch, wo die dann rein sollen, und einen Timer, wo zeitgesteuert diese Bildchen erscheinen sollen. Dann habe ich mir noch ein Array gemacht, eine Liste von diesen ganzen Animationen, damit ich dann per Zufallszahl darauf zugreifen kann, welche Animation ich jetzt zeigen will. Ne? Und das sind alles Image-Listen, 22 Stück. Und die habe ich mir mal in ein Array gespeichert, in eine Liste. Also eine Liste 1 bis 22 dieser ganzen Animationen, die dann wiederum die Bildchen enthalten. Und da manche Bildchen halt zwei Wege gehen können, nach links oder rechts rennen, habe ich mir noch eine weitere Liste gemacht, wo ich mir dann merke, hat das zwei Wege oder nur einen. Ja, has two ways. Kann ich dann true oder falsch setzen? Hat er nur einen Weg oder hat er zwei? Dann noch Repeats. Das habe ich gemacht, dass die Animation vielleicht mehrfach wiederholt werden soll und nicht nur einmal kurz angezeigt und bums ist sie wieder weg. Dann habe ich mir auch wieder ein Array, also eine Liste 1 bis 22 der Wiederholungen. Wie oft soll denn diese Animation wiederholt werden? Dann gibt es noch eine Variable Image Index, ne? Also wenn ich diese Liste abarbeite, ne, wo die 23 Bildchen drin sind, dann muss ich mir merken, welches Bild zeige ich denn gerade an und wo höre ich denn auf. Timer On dient, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, nur dazu, ein Überholen des Timers zu verhindern. Er ist die Liste, ne, die ich hier im Moment verwende. Ich suche mir per Zufallszahl eins dieser Animationen aus, ne? Die sind ja in dem Array gespeichert und mit R merke ich mir in diesem Array welches. Das war zum Beispiel 22, wäre dann Superman, ne? Gut, Rep wäre dann die Anzahl der Wiederholungen. Ich habe gesagt, es gibt bei dem Basher zum Beispiel zwei Wiederholungen und dann zähle ich das runter und Rep ist dann der Zähler. Wie viele Wiederholungen habe ich im Moment schon hinter mir? Ne? Vielleicht schon zwei, vielleicht schon eine, ne? Vier, oder es könnte auch mal neun sein, dann zähle ich runter von 9, 8, 7, 6 und so weiter. Wie oft habe ich diese Animation schon wiederholt? Das habe ich hier alles mal in so Arrays drin, ne? Habe ich hier gemacht. Und am Anfang des Programms in Form 1 create, also in dem Moment, wo das Formular erstellt wird, ne? Ereignisse Form create. Habe ich das in eine Liste gespeichert und dann habe ich gesagt, randomize, das heißt Zufallszahlengenerator, auf irgendeinen zufälligen Wert setzen und die Wiederholung erstmal, ne, wie oft die Animation wiederholt wird, einmal erstmal auf 1 gesetzt. Und dann rufe ich eine Funktion auf, die habe ich mir geschrieben. Ne? Da suche ich mir zufällig eine der 22 Animationen aus. So, und Timer on dient, wie gesagt, dazu, ein Überholen des Timers zu verhindern. Sieht man dann hier, ne? Am Anfang des Timers, der die Bildchen hintereinander wegspielen soll, sage ich, wenn der schon läuft, dann gehe ich wieder zurück und mache das nicht nochmal, damit er sich, weil der Timer relativ kurze Zeit hat, ne? Also Eigenschaften, Intervall 130 Millisekunden ist der Abstand zwischen den Bildern, habe ich hier mal gesetzt. Damit er sich nicht selber überholt, habe ich dann gesagt, Timer on ist ein Zeiger für mich. Ich laufe schon nicht, dass er sich selber überholt. Ne? Dass innerhalb der 130 Millisekunden der Rest, was hier ausgeführt werden soll, gar nicht geschafft wird. Ne? Dann bricht er sich selbst kurz ab, führt sich erstmal aus bis zum Ende und kommt dann erst später wieder. Gut. Form Show. Beim Starten des Programms setze ich das Bild, das hier auf meinem Formular erstmal frei irgendwo steht, erstmal oben links in die Ecke. Und setze die Größe des Formulars so, dass nur noch das Bild zu sehen ist. Ja, das mache ich hier. Und setze dann die Eigenschaften dieses Bildes so, dass es das ganze Formular ausfüllt. Ne? A-Link. Ne? A-Client. Ja, kann man hier setzen. Hätte ich auch während der Entwicklung jetzt also zeigen können oder machen können, setzen können. Aber ich finde es dann angenehmer, dass man während der Entwicklung dann noch hier alles schön sieht. Wenn ich jetzt das direkt so in die Ecke gesetzt habe, das Formular zugezogen hätte, hätte ich die ganzen Dinger nicht mehr gesehen. Fand ich so angenehm. Habe ich also während der Laufzeit das Image erst da oben in die Ecke geknallt und das Formular auf die entsprechende Größe gesetzt. Gut. Dann, wie gesagt, während der Laufzeit kommt nach 130 Millisekunden dieser Timer zum Zuge.
wenn er sich nicht gerade selber überholt hat, dann ist dieser Teil eigentlich nur das Wichtigste, ne? Da geht's jetzt los, ne? Da holen wir uns aus unserer Liste dieser 22 Animationen die durch Zufallszahl R ermittelte Animation raus. Und aus dieser Animation, die aus so und so viel Bildchen besteht, holen wir uns das Bitmap raus, das im Moment gerade dran ist. Ne? Also hier sind ja dann, ich sag mal, 7 Stück drin. Vielleicht ist jetzt gerade das dritte Bild dran. Ne? Gut. Und das wäre dann der Image Index, habe ich das mal genannt. Image Index, welches Bildchen jetzt gerade dran ist. So, und dann wird Image 1, das ist das Bild hier, ne? Das Bild hier, das ist Image 1. Das wird dann entsprechend gesetzt, und zwar das Bild, und zwar als Bitmap. Nun, als nächstes erhöhe ich den Zeiger, ne? Das war jetzt meinetwegen das dritte Bildchen innerhalb dieser Animation, und erhöhe das um 1. Und wenn das jetzt das letzte war, zwar habe ich da eine Variable Image Stop, ja, Image Index Stop. Wenn das das letzte war, dann sucht ihr wieder eine zufällig eine neue aus. Und das mache ich hiermit, ne? Gut. Hier habe ich am Anfang dieser Funktion nochmal geschaut, wie oft wird das Bildchen diese Animation insgesamt wiederholt. Meinetwegen, das Ding soll 10-mal nach links laufen. Dann wäre das 10-mal, ne? Habe ich hier oben gesetzt, Repeats, ne? Oder 9 zum Beispiel. Und hier zähle ich dann einfach runter, ne? Wie oft soll die Animation wiederholt werden. Und nachdem das erledigt ist, suche ich mir dann hier quasi nochmal aus, welche Animation soll es denn jetzt werden, ne? Per Zufallszahl. Gut. Erstmal merke ich mir zum Beispiel, wo fängt es denn an, wo hört es denn auf, ne? Das fängt mit Bild 0 an und hört mit der Anzahl der Bilder in dieser Bilderliste auf, ne? Das wäre dann beispielsweise beim Climber 0. Fängt es an und 15 hört es auf. Aber beim Climber sehen wir, den gibt es ja quasi einmal Rente in die eine Richtung und einmal in die andere. Ne? Da müsste ich ja hier ab 8 starten und bei 15 aufhören. Ne? Also muss ich das hier unterscheiden. Ne? Hier habe ich einmal unterschieden, das wäre so eine einfache Animation, wo es kein Hin und Her gibt. Da fängt es bei 0 an und hört beim Count Anzahl der Bilder auf. Habe ich dann aber mehrere Animationen in einer Bilderliste drin, dann könnte ich entweder sagen, und das mache ich hier per Zufallszahl, fange in der Mitte an und höre am Ende auf, oder fange an und höre in der Mitte wieder auf. Das mache ich hier. So. Gut. Random Image List ist diese Funktion. So funktioniert das Ganze. Ich stelle euch das wieder zur Verfügung. Sieht dann, wie gesagt, ganz witzig aus, fand ich zumindest. Hab mich dann auch eine Zeit lang noch mit der Transparenz beschäftigt, ob ich das nicht transparent kriege, ist aber unter Linux extrem schwierig. Ich kriege zwar das ganze Fenster transparent oder kann die Ecken abschneiden, aber da kommt wieder der Composite Manager, ne? Hatte ich hier letztens ein Video in Spiel, X-Window-System und ähnliches. Das kommt immer darauf an, ob man einen Fenstermanager hat, der Transparenzeffekte unterstützt oder nicht. Da muss man ganz tief ins X-Org rein und das lassen wir dann lieber. Ihr könnt sie gerne auch selber erweitern, dieses Demo, indem ihr dann die Bilder vielleicht noch zeitgesteuert verschiebt. Braucht ihr nur die X- und Y-Richtung des Form 1 des Formulars auf dem Desktop hin und her schieben. Gut, Penguin-Demo. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.